Dies ist eine Online-Andacht der selbstständig evangelisch-reformierten wallonisch-niederländischen Kirche. Seit über 4 Jahrhunderten ein Ort der Andacht, des Gebets, der Predigt und der Hoffnung, gerade auch in schwierigen Zeiten. Hören Sie aufbauende und motivierende Worte von Pfarrer Torben Wethelder. Es erklingt die Johannes-Peter-Orgel, die die Musik und den Gesang dieser Andacht begleiten wird. Die Rechte dieser Aufnahme liegen bei der Kirche. Jegliche weitere Verwendung oder Abschrift bedürfen der schriftlichen Zustimmung. Wenn Sie Lust auf mehr haben, suchen Sie uns doch auch einmal im Gottesdienst. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Bund und Treue ewiglich hält und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände, das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ganz herzlich begrüßen wir Sie heute zu dieser Online-Andacht am Gemeindegründungsfest. Der Präsesälteste Lückert und ich haben uns heute auf den Weg in das Gemeindezentrum gemacht, um dort, wo eigentlich unser Gemeindeleben stattfindet, mit Ihnen unseres 423. Geburtstages zu feiern und sich zu erinnern. 423 Jahren sind wir nicht tot zu kriegen und noch immer lebendig. Und auch wenn wir zurzeit ein klein wenig eingeschränkt sind und uns auch nicht so treffen können, wie wir das gewohnt sind an all diesen Festtagen, die hinter uns liegen, so wollen wir doch gemeinsam uns erinnern, woher wir kommen und wohin wir gehen. Lesung aus dem 5. Buch Mose aus Deuteronomium, Kapitel 4. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Denn frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind, von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat und von einem Ende des Himmels zum anderen, ob je so groß geschehen oder desgleichen je gehört sei, dass ein Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer hat reden hören, wie du sie gehört hast, und dennoch am Leben blieb, oder ob je ein Gott versucht hat, hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem Volk herauszuholen, durch Machtproben, durch Zeichen, durch Wunde, durch Krieg und mit starker Hand und ausgestrecktem Arm und durch große Schrecken, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat in Ägypten vor deinen Augen. Du hast es sehen können, auf dass du wissest, dass der Herr allein Gott ist und sonst keine. Vom Himmel hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zurechtzubringen, und auf Erden hat er dir gezeigt, sein großes Feuer, und seine Worte hast du aus dem Feuer gehört. Weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen erwählt hat, hat er dich aus Ägypten herausgeführt mit seinem Angesicht durch seine große Kraft, damit er vor dir her Völker vertriebe, die größer und stärker sind als du, und dich hereinbrächte, um dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es jetzt ist. So sollst du nun heute wissen und zu Herzen nehmen, dass der Herr Gott ist oben im Himmel und unten auf Erden und sonst keine. Und du sollst halten seine Rechte und Gebote, die ich dir heute gebiete. So wird's dir und deinen Kindern nach dir wohlgehen und ein Leben lang währen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für immer. Selig, die Gottes Wort hören und ihrem Herzen bewahren. Amen. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Gemeindegründungsfest, das 423. Jahr seit Bestehen unserer Kirche. So ganz anders in diesem Jahr. Eigentlich wären wir nach dem Gottesdienst hier herüber in das Gemeindezentrum gekommen und hätten ein Gemeindefest gefeiert. Momentan ist auch das Gemeindezentrum geschlossen. Dort, wo sich normalerweise mehrere Krabbelgruppen und Kindergruppen treffen, dort, wo die Senioren zusammenkommen, wo wir Sitzungen und Veranstaltungen zusammen haben, ist gähnende Leere. Das Einzige, was momentan noch hier stattfindet, sind die Sitzungen des kleinen Konsistoriums, um auch in dieser Krisenzeit eben die Kirchenleitung durchzuführen. Meine Lieben, 423 Jahre und wir sind immer noch am Leben. Auch in dieser Zeit und hoffentlich eben auch nach dieser Zeit. Vergangenen Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert. Traditionell das Fest, wo wir unsere Jugend konfirmieren. Wir senden sie hinaus in die Welt, dass sie dort mündige Bürgerinnen und Bürger sind. Die Geschichte zeigt uns, dass das schon sehr oft sehr erfolgreich gewesen ist. Ich könnte viele erfolgreiche Biografien aufzählen. Eine sei nur für viele genannt. In unserer Ahnengalerie haben wir Louis Appiah, Mitbegründer des Roten Kreuzes. Menschen, die in dieser Kirche ihre Wurzel haben, hinausgehen in die Welt und dort gute Mitmenschen sind. 423 Jahre hier in Hanau. Es ist eine lange Geschichte,
bis wir hier überhaupt angekommen sind. Dass wir für unseren Glauben verfolgt wurden, hinausgegangen sind, auf die Flucht und nach einer Odyssee durch halb Europa hier angekommen sind. 423 Jahren gestalten wir unser eigenes kirchliches Leben. Immer noch selbstständig. Immer noch so, wie wir es jeweils für richtig erachten. Der Bräsälteste hat in der Lesung davon gezählt, dass im Buch Deuteronomium Gott einige unter den Völkern auserwählt hat, um besonders treu zu sein. Wir sind als Wallonisch-Hellenische Kirche nicht etwas Besseres, aber doch etwas Besonderes. Wir sind Menschen, die sich bewusst für diese Kirche entschieden haben. Und wo immer Sie heute auf Ihrer Lebensreise sind, ob Sie voller Tatendrang, voller Glaube sind oder ob Sie voller Zweifel sind, Gott sagt auch Ihnen, dass Sie auserwählt sind, dass Sie etwas Besonderes sind, dass Sie Ihren Beitrag zu leisten haben, nicht nur in unserer Kirche, sondern dort, wo Gott Sie hingestellt hat. Wir blicken an Tagen wie heute zurück auf eine lange Geschichte. Und in diesem Jahr blicken wir besonders zurück auf die Teile der Geschichte, wo wir durch Krisen hindurch stärker wurden. Es fing alles damit an, dass wir ganz viele Kriege überlebt haben. Es gab den Deutsch-Französischen Krieg, es gab den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Aber wir haben auch manche Pandemien überstanden, seien es die Pest oder die Plattern gewesen oder Anfang des letzten Jahrhunderts die spanische Grippe. Wir sind nie eingeknickt. Wir sind nie, haben wir aufgegeben, sondern wir sind weitergegangen in unserem Glaubensweg. Und so macht mich hoffnungsvoll, dass auch 2020 wir aus dieser Krise hinauskommen, gestärkt und voller Ideen und Visionen. Einer, der aus unserer Taufschale herausgestiegen ist, war übrigens Franziskus Sylvius. Kennen Sie wahrscheinlich nicht, aber Sie alle trinken vielleicht gerne Gin Tonic. Der Legende nach ist er nämlich der Erfinder des Gins. Freude, Engagement liegen in unserer Gemeinde eng beisammen. Und auch wenn wir heute nicht zusammen anstoßen auf unseren Gemeindegeburtstag, so wünsche ich mir doch, dass dort, wo Sie gerade sind, Sie ein Glas erheben und Sie noch viele gute Jahre unserer Kirche wünschen. Unsere Glaubensvorfahren haben sich als Gemeindemotto das Psalmwort ausgesucht, der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum. Wir haben es auch hier auf die Balustrade im neuen Gemeindezentrum geschrieben. Palmen in der Wüste zeigen den Weg. Sie zeigen den Weg zu Oasen und sie zeigen vor allem, dass man auch mit wenig Wasser groß hinauswachsen kann. Unsere Gemeinde ist vielleicht wirklich so eine Palme, dass wir auch durch Wüstenzeiten hindurch gestärkt hinausgehen. Und was für unsere Gemeinde gilt, das wünsche ich Ihnen auch ganz persönlich in Ihrem Leben. Dass Sie in Wüstenzeiten nicht aufgeben. Dass Sie in Krisenzeiten sich selbst nicht aufgeben, sondern die Hoffnung bewahren. Dass Sie mit Freude, vielleicht vorsichtig, aber nicht minder mit Lebensmitteln, hineinspringen in Ihr Leben und hinausgehen in diese Welt. Und so ist mein Wunsch für Sie, dass wir gemeinsam irgendwann wieder zusammenkommen. Dass wir spüren, dass der Herr uns auserwählt hat, um in dieser Stadt Hanau ein besonderes Zeichen zu sein. Und dass wir gemeinsam eines Tages wieder dieses Gemeindezentrum und unsere Kirche mit Leben füllen. Manche von Ihnen als Zuschauer gehören vielleicht sogar keiner Kirche. Klickt heute vielleicht durch Zufall in diese Andacht hinein, weil er sich überhaupt nicht vorstellen kann, was ist ein Gemeindegründungsfest. Wenn Sie auf der Suche sind, kommen Sie vielleicht mal bei uns vorbei. Schauen Sie, wie wir Kirche leben. Nicht zu nah, nicht zu eng, reformiert, nüchtern, aber nicht minder herzlich. Und wenn Sie auf der Suche sind und meinen, Sie haben hier eine gute Oase gefunden, wo Ihr persönlicher Lebenspalmbaum eine Wurzel schlagen könnte, dann machen Sie Rast, tanken Sie auf und lassen Sie sich anrühren von einer Energie, die seit 423 Jahren durch uns hindurchfließt und von einer Generation zur nächsten weitergegangen geben wird. Einer meiner Vorfahren seligen Angedenkens hat zum 250-jährigen Jubiläum ein dickes Buch geschrieben. Pfarrer Leclerc schreibt daraus, dass es die Vorhersehung war, die unsere Kirche hier in Hanau hat entstehen lassen. Nicht ohne Grund nannten deshalb auch die Glaubensvorfahren die erste befestigte Straße hier in Hanau Paradiesgasse. Und er schreibt weiter, dass es auch die Vorsehung ist, die sie gegenwärtig erhält und in Zukunft erhalten wird. Diesen Glauben wollen wir gemeinsam teilen.
Wir wollen daran glauben, dass Gott durch seinen Heiligen Geist, wie wir letzte Woche an Pfingsten gefeiert haben, hindurchgeht durch diese Zeit. Und dass wir noch viele glückliche Jahre haben. Dass wir keinen Geist der Furcht haben, sondern in der Zuversicht und der Hoffnung. Und ja, dass das andere Wort, was unsere Vorfahren uns in der Kirche an die Empore geschrieben haben, unser Glauben auch manchmal Kampf bedeutet. Durchzuhalten und einen langen Atem zu haben. Man kommt nicht gleich als kluger Mensch auf die Welt. Man kommt nicht gleich als allwissend auf die Welt. Man muss lernen, scheitern und weitergehen. Und so wünsche ich Ihnen heute besonders, an einem Tag, der, wenn Sie nicht zu unserer Kirche gehören, ein ganz normaler Sonntag ist, für unsere Gemeindeglieder aber ein besonderer Tag ist, dass Sie wissen, woher Sie kommen und spüren, wohin Sie gehen können. Und dass Sie nicht müde werden, daran zu glauben, dass Gott auch mit Ihnen etwas Großartiges vorhat. Und das wünsche ich Ihnen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Thank you.
wollen füreinander und miteinander beten. Himmlischer Vater, du Herr deiner Kirche, wir sagen dir am heutigen Gemeindegründungsfest Dank für deine Vorhersehung, an die in diesem Ort zu jedem Augenblick diese Kirche hat entstehen lassen. Wir danken dir für den Mut unserer Vorfahren und ihre Ergriffenheit für den reformierten Glauben. Stärke auch in uns Glaube und Mut, damit wir dieses Erbe lebendig halten und statt die Asche vergangener Zeit anzubeten, das Feuer der Begeisterung an die kommenden Generationen weiterzugeben und immer wieder um deinen Segen zu bitten. Dankbar beten wir für alle Gemeindeglieder, Freunde und Förderer unserer Kirche. Jeder Einzelne trägt dazu bei, dass diese Kirche bis heute am Leben ist und Möglichkeiten besitzt, im Herzen Hanaus ein geistiges Zentrum zu sein. Es ist deine Vorsehung, die immer wieder Menschen zu uns führt. So schenke uns offene Augen und Ohren, auf die Bedürftigkeit der Zeit zu achten und darauf zu reagieren. Wir beten heute besonders auch für die beiden Kollegen unserer Konsistorien, unserer Kirche. Du sendest Arbeiter in deinen Weinberg und die Arbeit nimmt kein Ende. Schenke Kreativität, Visionen und Durchhaltevermögen den Ältesten und Diakonen für ihren Dienst in der Leitung im Apostelamt dieser Kirche. Gedenken wollen wir auch an alle Pfarrer dieser Kirche. Seit Anbeginn führst du immer wieder Menschen an diese Stätte, das Wort und die Sakramente zu verkündigen. Lass uns dankbar auf ihren Dienst zurückblicken und schenke den Kommenden immer wieder Mut, diese Kirche nach deinem Wort zu führen, das prophetische Wort zu verkünden und die Menschen zu Christus zu führen. Herr, sende deinen Heiligen Geist in unsere Zeit und lass uns ihn spüren, nicht nur jetzt und heute, sondern jeden neuen Tag. Und wir beten weiter, wie Christus zu beten gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Meine Lieben, nun bleibt es mir nur noch, Ihnen einen gesegneten Sonntag zu wünschen und einen guten Start in die neue Woche. Und wir tun dies im Glauben, dass der Segen Gottes auf uns ruht. Der segne und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und er schenke euch Frieden in eurem Kommen und Gehen, Lachen und Weinen, Erfolge und Rückschläge, im Aufbauen und im Verkraften von Rückschlägen. In eurem Aufwachen und Hinlegen zum Schlafen. Alle Tage eures Lebens, bis hin zu jenem letzten, wo wir Gott schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht am Ziel unserer Lebensreise. Das gewähre uns der dreieinige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.